2015 fuhren zwei Männer mit einem Volkswagen quer durch die USA und verbrauchten dabei nur etwa 380 Liter Treibstoff. Ihr Verbrauch von 2,9 Litern pro 100 Kilometer lag halb so hoch wie die geschätzte Kraftstoffmenge und bedeutete den Rekord für den niedrigsten Kraftstoffverbrauch eines Dieselfahrzeugs. Die beiden bezeichnen sich als Hypermiler und sind Experten für Techniken maximaler Kraftstoffeffizienz, wie etwa dem Pulse-and-Glide-Verfahren. In der Pulse-Phase beschleunigt der Fahrer langsam bis leicht über die vorgesehene Geschwindigkeit. Dann geht er langsam vom Gas und gleitet bis leicht unter dieses Tempo. Nun wird der Vorgang wiederholt. Um zu verstehen, warum diese Strategie Kraftstoff spart, müssen wir einen Blick unter die Motorhaube werfen. Fahrzeuge ohne Elektroantrieb laufen mit Verbrennungsmotoren, kurz ICEs. Autos werden oft mit einem 4-, 6- oder 8-Zylinder-Motor beworben, was sich auf dessen Hauptkomponenten bezieht. In jedem Zylinder ist ein Kolben, der sich auf und ab bewegt und dabei eine Stange dreht, die sogenannte Kurbelwelle. So wird eine lineare in eine rotierende Bewegung umgewandelt, die die Räder antreibt. Was die Bewegung der Kolben ermöglicht, gibt diesen Motoren ihren Namen. Verbrennung. Senkt sich der Kolben, werden Luft und Kraftstoff in den Zylinderraum gesprüht. Steigt er nach oben, wird das Luft-Kraftstoff-Gemisch komprimiert. Bei Ottomotoren wird ein Funke erzeugt, der das Gas entzündet. Bei Dieselmotoren verursacht allein die Kompression eine Mini-Explosion. Diese Verbrennung führt zu einem sofortigen Temperatur- und Druckanstieg, der den Kolben nach unten drückt und den Zyklus erneut startet. Das Gaspedal steuert die Menge an Luft und anschließend Kraftstoff, die in die Kammer abgegeben werden. Je mehr Kraftstoff dort ist, desto stärker ist die Verbrennung und die Kurbelwelle dreht sich schneller. Auf der Autobahn lösen ICE-Autos Tausende von Explosionen pro Minute aus. Das Fahren mit Explosionskraft ist jedoch ziemlich ineffizient, da ein Großteil der Energie durch Wärme verloren geht. Nur 16-25% werden für den Antrieb der Räder verwendet. Die Explosionen erzeugen auch CO2 und ICE-Motoren verursachen 15% der weltweiten CO2-Emissionen. Pulse and Glide kann die Effizienz aus zwei Gründen erhöhen. Erstens, wird beim Pulse auf höhere Geschwindigkeit beschleunigt, arbeitet der Motor mit höherem Wirkungsgrad als bei konstant niedrigerer Geschwindigkeit. Zweitens, beim Verlangsamen schalten moderne Automotoren die Kraftstoffeinspritzung oder den Leerlauf ab. Beim Gleiten werden also die Räder durch Trägheitsenergie und nicht durch Verbrennung angetrieben, was letztlich Kraftstoff spart. Aber selbst bei Höchstleistung können ICE-Hypermiler nicht mit dem wahren Champion der Kraftstoffeffizienz mithalten, dem Elektroauto. Viele davon laufen mit Induktionsmotoren, die aus zwei Hauptteilen bestehen, einem Stator und einem Rotor. Der Stator besteht aus Ringen, die mit Kupferdrähten umwickelt sind. Die Drähte leiten Strom mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten und erzeugen so ein rotierendes Magnetfeld. Dieses Feld induziert den Rotor mit elektrischem Strom, wodurch er sich dreht und die Räder in Bewegung setzt. Bei E-Autos ändert der Druck auf das Gaspedal die Frequenz des Stroms, der in die Drähte des Stators fließt, was wiederum die Drehzahl des Rotors erhöht. Durch die Nutzung von Batteriestrom anstelle von Benzin werden 65-69% der von E-Autos verbrauchten Energie direkt für den Antrieb der Räder verwendet. Da E-Autos keine Explosionen erzeugen, benötigt man weniger Teile unter der Motorhaube. Ein typisches ICE-Fahrzeug hat über 2000 bewegliche Teile, um die Verbrennung einzudämmen, zu kühlen und aufrechtzuerhalten. In einem typischen E-Auto sind es etwa 20. E-Autos verändern das Hypermiling-Spiel völlig, da die Fahrer darum wetteifern, mit den wenigsten Kilowattstunden möglichst weit zu fahren. Die Rekorde werden vermutlich noch beeindruckender werden, da die Konstruktion von E-Motoren die Einführung innovativer, energiesparender Geräte ermöglicht. So nutzen die meisten E-Autos regeneratives Bremsen, bei dem Energie, die sonst durch Reibung verloren geht, erhalten bleibt. Wenn das Auto langsamer wird, arbeitet der Elektromotor rückwärts und lädt mit der Bewegungsenergie des Fahrzeugs die Batterie wieder auf.
Einige Unternehmen statten ihre E-Autos sogar mit Solarzellen auf dem Dach aus, um die Reichweite zu erhöhen. Da sie keinen Kraftstoff verbrennen, haben E-Autos keine Auspuffemissionen. Trotzdem sind sie nicht immer klimaneutral. E-Autos müssen ihre Batterien regelmäßig aufladen. Also ist ihr Emissionsprofil nur so sauber wie ihr Stromversorger. Da sich die globalen Stromnetze immer mehr auf erneuerbare Energien verlagern, werden auch E-Autos immer grüner und so zu einer noch attraktiveren, hocheffizienten Option. Möchtest du mehr über die spannenden Schritte erfahren, die Wissenschaftler, politische Entscheidungsträger und Menschen wie du unternehmen, um die Zukunft unseres Planeten zu sichern? Besuche ed.ted.com/earthschool, um deine Neugier und Hoffnung zu wecken.